So, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einer ganz, ganz seltsamen Folge. Ihr seht schon, wir sind nicht auf der Gold Farm und es ist auch nicht mehr Frühling. Keine Sorge, das ist nichts dauerhaft, das ist einfach eine Sonderfolge heute mal, zur Ausnahme. Denn es ist folgendermaßen, dass mir ein Malheur passiert ist. Ich habe am Ende der letzten Folge, wer sich erinnert, gesagt, ich muss dringend weg. Das liegt jetzt daran, dass ich einen Wahlbescheid abgeben musste und in meiner allübergreifenden Weisheit habe ich das Spiel nicht pausiert. Das bedeutet, wir haben den kompletten Freitag verschlafen. es tut mir furchtbar leid, aber wir haben jetzt einen Tag verpennt, rein Roleplay-technisch könnte man sagen, wir waren krank, wir hatten Migräne, sonst was. Wir haben ihn schlichtweg verpennt. Deswegen, ich mache gerade hier einfach ein kleines Show auf. Das ist meine andere Farm. Das ist... Das will ich behalten. Das ist mehr oder minder das, was ich aufbaue im Moment nebenher. Einfach nur ein bisschen besser ins Spiel reinzukommen. Ihr seht, wir haben hier allerlei Zeug. Hier wachsen Blaubeeren, hier das und das, Moment, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so. Ich teste hier ein bisschen mit verschiedenen Bauarten rum und ihr seht schon hier, das werdet ihr oft auf der Farm sehen, das ist etwas, das mir ganz arg angetan hat. Solche kleinen Wiesen. Das werde ich auf unserer Farm anders machen, aber was ich auf jeden Fall gleich machen werde, ist hier dieser Weg. Vielleicht nur woanders hingesetzt, also am besten wahrscheinlich hier nach oben. Weil das ist ganz schön, weil ich gern da unten rausgehe und es war immer dieses durchs Gebälk schlagen und das konnte ich überhaupt nicht ab. Was ich auch, glaube ich, so machen werde, nur auch wieder versetzt, ist der Weg hier rüber zum Greenhouse und hier eine Baumplantage anlegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern wir diese Baumplantage auch drüben machen werden, auf unserer Goldfarm, aber ja. An sich ist das so ein bisschen, was ich geplant habe. Hier oben dieses Stück freilegen, hier oben ist sowieso der Schrein unseres Opas. Da wächst auch schon ordentlich was. Und was ich gern naturbelassen lassen würde, wäre hier der Pinienwald. Der darf sich auch ungehindert ausbreiten. Da werde ich, glaube ich, auch so ein Zäunchen drumherum bauen. Hier kommt ein Zaun hin, weil dieses Zeug sonst sehr gern auf die Wege wächst. Das Feld wird wahrscheinlich ausgeweitet bis hier, also das wird alles Feld, hier oben Stall und hier runter will ich auf unserer Farm einen Weg machen, statt den Bäumen, aber rechts und links von diesem Weg soll eine Allee hin. Hier möchte ich tatsächlich gern, also hier drüben, möchte ich diese Wiese lassen, hier werde ich aber tatsächlich noch ein Feld anlegen. Oh, da setzt die Musik ein, sehr schön. Und hier baue ich eventuell eine Scheune oder ähnliches, aber auf jeden Fall einen großen Abzweig für Kisten und ähnliches, weil da oben ist das einfach sehr unschön. Vielleicht baue ich das auch ins Haus, ich bin mir noch nicht sicher. Dann hier rechts, also in die Höhle rein, hier habe ich auch noch nichts. Hier kommen aber, glaube ich, Pilze rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier kommen auf jeden Fall Obstbäume hin, habe ich mir überlegt. Rechts vom Greenhouse. Finde ich wunderbar. Obstbäume habe ich auch welche hinten im Garten. Da werden auch wahrscheinlich auf unserer normalen Farm welche hinkommen. Aber an sich würde ich diesen Grasfleck hier einfach gern so lassen, wie er ist, weil er einfach schön ist. So. Ich mag das sehr. Was ich mir auf unserer Farm nicht für ein Malheur leisten will, ist aber auf jeden Fall dieser Sprinkler. Also Sprinkler sind bestimmt eine feine Sache, aber diese Standard-Sprinkler sind furchtbar teuer mit einem Eisenbarren. Also jetzt im Moment, Early Game und alles. Also sie lohnen sich nicht dafür, dass sie tatsächlich im Moment nur das Feld direkt um sich herum beackern. Ich glaube, ich fäll diesen Baum auch mal. Die Bäume sind sehr, sehr hübsch. Das Problem an ihnen ist einfach, dass sehr... Es stellt sich immer das kleine Problem mit... ja, wisst schon. Sie verdecken halt die Sicht und alles. Mir fiel gerade das Wort nicht ein. So, Geoden wollen wir mitnehmen.
Wir haben auch eigentlich eine Quest gehabt. Wir hatten eine Quest, in der wir dem Schmied Kupfer bringen sollten, aber aus irgendeinem Grund wollte er das nicht. Und so, ja, so, da, oh, was, es ist übrigens Sommer, für alle, die sich wundern. Ja, es ist Sommer, so wird das auch aussehen, wenn wir dann mal so weit sind. Und was ich auch rausgefunden habe, was eine wunderbare Sache ist, ist einmal das Fischen. Oh, es gibt schon wieder eine neue Quest, sehr schön. Mal schauen. Der will schon wieder Kupfer. Ich weiß ganz genau, dass er es wieder nicht annehmen wird. Ich kenne den Mann. Ich hole ihm trotzdem mal Kupfer. Es ist Sommer, es ist eine unfassbar schöne Jahreszeit. Was ich... Oh, ist das ein Specht? It never ceases to amaze me. Auf jeden Fall, ich war auch ein bisschen tiefer in den Minen hier, habe mir einiges angeguckt, weiß jetzt aber auf jeden Fall, also ich habe mir sogar überlegt, ob ich hiermit weitermachen möchte. Oh, die Sweet Beetle sogar mal gerade hier rein. Kupfer will der Mann. Was soll ich sagen? Genau, ich habe mir überlegt, ist, ah, der Strohhut ist übrigens vom, wenn man das Eierfest gewinnt, dann bekommt man den Strohhut, den finde ich sehr, sehr schön. Fakt ist aber, ich habe mir ursprünglich überlegt, ob ich vielleicht mit Bobby weitermache, also der Charakter heißt Bobby. Bin dann aber drauf gekommen, es ist tatsächlich sehr, sehr unschön, an bessere Schwerter und ähnliches zu kommen. Außerdem ist der Fackelring, den wir gefunden haben, echt, echt sick geil. Und ja, es ist krank, wie praktisch der eigentlich ist, ohne dass ich es gewusst habe. So. Oh, der hat noch bis... Es ist 4 Uhr nachmittags, der hat... Oh! Der hat in dem Moment zugemacht, der Sack. Okay. Vielleicht bin ich auch einfach bad. Wahrscheinlich das. Schade. Wirklich schade. Auf jeden Fall, ja, die Keule, die wir gefunden haben... Oh, was laggt? Hallo? Oh, jetzt. Da ist was disconnected. Unschön. Aber egal. Ja, genau, was ich sagen wollte, es ist... Einmal man hat so viel zu tun, vor allem jetzt, da ich ein bisschen angefangen habe, mich um die Farm zu kümmern, war es wirklich so, dass ich keine Zeit mehr für NPCs hatte. Und ich hatte eine ziemlich traumatische Erfahrung, also der arme Bobby in dem Fall. Ich habe nämlich... Blumentanz heißt es auf Deutsch, genau. Flower Dance, Blumentanz, teilgenommen. Und es ist tatsächlich so, die Damen möchten nur mit einem tanzen, wenn man mindestens 5 Herzen mit ihnen hat. Das bedeutet, was wir auf jeden Fall machen werden mit Oak, ist ganz, ganz ordentlich darauf zu achten, dass Abigail ihn mag, aber ich glaube, das schaffen wir im ersten Jahr nicht. Von daher, ja, es ist nicht schön, aber es ist halt so. Also, ein Zug fährt durch Stardew Valley. Ich frage mich, warum diese Anzeige immer kommt. Ich meine, ja, ich weiß, dass ein Zug durchfährt, aber ist es irgendwie, bringt das irgendwas? Das kann ich euch gerade vielleicht nochmal zeigen, bevor wir diese Episode hier auch wieder closen. Übrigens... Im Allgemeinen, falls euch dieses Ein-Tag-Eine-Folgen-Ding zu blöd ist, falls ihr gern längere Folgen oder ähnliches hättet, das könnt ihr ruhig in die Comment-Box pappen. Oh, die eine ist Silber, die andere ist Gold, was geht? Falls ihr das eventuell schon gemacht habt, ich zeichne das alles im Vorhinein aus. Also wenn ich das, ich zeichne das hier gerade auf, genau, das Ding ist jetzt frei, also man kann hoch. Ich zeichne das gerade auf. Ach, wie witzig. Der droppt gerade Steine. Sebastian was hier, okay. Vielleicht kann man eine Zugraupe gehen, das wäre krass. Nein, was soll ich denn sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. So ein Mist. Who am I? War das schon der Zug? Den schieben wir mal. Tschut, tschut. Ich hab's komplett vergessen. Okay, man kann da nicht rein. Ich dachte schon.
Ja, genau, also was ich versuchen werde, ist mich mit Oak sehr viel um Abby zu kümmern. Da war ich gerade. Wie bin ich denn dann? Warte, ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Ich hab's völlig vergessen. Längere Folgen? Kommentare? Genau, sorry, ich bin gerade wieder voll daneben. Das schauen wir uns dann tatsächlich im richtigen Let's Play an. Ich war selbst noch nicht drin, um mich nicht zu spoilern. Ja, aber an sich ist es so, dass ich, wenn ich das hier aufnehme, gerade im Moment, ist die erste Folge Stardew Valley noch nicht mal raus. Weil die wird, also heute ist bei mir Samstag, bedeutet morgen werde ich den kompletten Tag wahrscheinlich damit verbringen, die ganzen Folgen zu schneiden. Werde morgen früh wahrscheinlich noch den Samstag und den Sonntag aufnehmen. Und dann werde ich 2 Wochen rendern. Also nicht 2 Wochen lang in Echtzeit, sondern ihr versteht, was ich meine. Ich werde die 2 Wochen, die wir bisher gemacht haben, rendern. Und ab Montag hochladen. Und ich nehme an, dass... Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Greenhorn. Yay! Was? Krass. Es wird langsam echt viel, was man so einnimmt. Das ist schon brutal. Aber wir haben trotzdem Minus gemacht, glaube ich. Naja, Fakt ist, das war der Freitag. Ich wollte gerade schon wieder irgendwas sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Genau, also ab Montag wird das hochgeladen. Der wievielte ist heute? Der 5., glaube ich. Also Montag, der 7. ist dann Start. Und dieser Freitag ist dann der übernächste Freitag danach. Warum sage ich euch das? Ihr könnt selbst... Vergangenheitsterre. Sorry. Also, ich bedanke mich trotz des Chaos fürs Einschalten und sage gute Nacht, tschüss und bis morgen. Schlaft schön.